Hallo und herzlich willkommen hier bei Brunswick TV. Ich bin Chris Kempf. Willkommen zu einer neuen Vlog-Vlog-Videolog-Ausgabe hier auf unserem Kanal Brunswick TV. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wohlgemerkt, wenn euch unsere Videos gefallen, macht sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei unseren Kanal Brunswick TV für weitere tolle Videos. Ja, liebe Leute, wir sprechen heute über ein Thema, was wir in den letzten Tagen und Wochen vehement vermehrt in den sozialen Medien vorgefunden haben. Und wo uns auch ein paar Leute angeschrieben haben und gefragt haben, hey, liebes Team von Brunswick TV, wie geht man denn vor bei dem Thema geplatzte, gecrackte, gerissene Bowlingbälle? Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden? Und da möchten wir ganz gerne heute für euch ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, was man denn alles tun kann, um das Platzen oder das Reißen eines Bowlingballs zu vermeiden und was man tun kann, wenn der Bowlingball dann doch gerissen ist. Den ersten Tipp, den wir euch geben können, ist, dass wenn ihr eure Bowlingbälle zu Hause haben solltet, dreht diese doch sehr gerne mal auf eine andere Position. So habt ihr aufgrund der langen Standzeit einen neuen Schwerpunkt generiert und die Bowlingbälle laufen nicht Gefahr, früher zu reißen. Solltet ihr eure Bowlingbälle nicht bei euch zu Hause haben, sondern liegen immer noch sicher verstaut auf der heimischen Bowlingbahn, dann sprecht doch sehr gerne mal mit eurem Centerbetreiber, ob dieser so freundlich ist und euch die Möglichkeit gibt, eure Bowlingbälle abzuholen oder wenigstens einmal durchzuchecken, ob mit den Bällen alles in Ordnung ist. Nicht, dass es beim nächsten Ligastart eine böse Überraschung gibt, wenn die Bahnen wieder laufen und ihr wieder auf den Bahnen spielen dürft. Doch was mache ich, wenn ich einen Bowlingball habe, der wirklich gerissen ist? Kann ich diesen einreichen? Bedingt. Wenn ihr einen Bowlingball bei euch haben solltet, der geplatzt ist, so geht zu eurem Pro-Shop-Betreiber des Vertrauens, wo ihr diesen Bowlingball erworben habt. Der Pro-Shop-Betreiber weiß genau, was zu tun ist. Allerdings gilt das nur bedingt für Bowlingbälle. Solltet ihr einen Bowlingball haben, der zwischendurch einmal neu gebohrt worden ist oder gefüllt worden ist, so kann dieser nicht mehr eingereicht werden, wenn dieser geplatzt ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Bowlingbälle, die ihr über Drittplattformen erworben habt. Solltet ihr einen Bowlingball beispielsweise über eine Drittplattform im Internet oder auch über einen Flohmarkt erworben haben, und es kann nicht nachvollzogen werden, wo dieser Bowlingball einmal gekauft worden ist, so kann dieser nicht eingereicht werden. Es gibt allerdings noch einen Sonderfall, den ich ganz gerne mit euch einmal erläutern möchte. Und das betrifft die Bowlingbälle der Marken Ebonite, Hammer, Track und Columbia 300 vor der Akquisition von Brunswick im Jahr 2019. Viele haben uns gefragt, ob wir als Distributor Hobste Bowling Company GmbH die Bowlingbälle vor der Übernahme reklamieren könnten. Dazu sei gesagt, leider nein. Brunswick hat während der Übernahme keine Bowlingbälle erworben. Das bedeutet, sämtliche Bowlingbälle, die eventuell gerissen sind, von vor der Übernahme, müssen mit eurem Pro-Shop-Betreiber bei dem Distributor eingereicht werden, der bis dato die Vertriebsrechte der vier Marken hatte. Da können wir als Firma Hobbs und Brunswick leider nichts tun. Allerdings möchten wir euch gerne einen guten Rat oder einen guten Tipp geben. Wenn ihr einen Bowlingball erwerben möchtet, der vielleicht länger halten soll als euer vorheriger, dann empfehlen wir euch, schaut gerne mal auf das DOT-Logo bei Brunswick Bällen. DOT, Durability Optimization Technology, ist eine neue Technik, die Brunswick vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht hat, um das Platzen und Reißen von Bowlingbällen zu verringern. Wir geben übrigens auf alle DOT-Bälle 4 Jahre Garantie, das ist branchenweit unerreicht. Und wenn ihr mehr Informationen zu dieser tollen Technik haben wollt, oben habe ich in der Infobox einmal ein Video für euch markiert, wo sämtliche Informationen rund um DOT vorhanden sind. Kommen wir nun zu unserem zweiten und vor allem auch sehr interessanten Thema für alle Centerbetreiber da draußen. Liebe Bowling-Centerbetreiber, aufgepasst! Wir haben eine Postwurfsendung rausgeschickt an jedes Bowling-Center in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz und haben dort Informationen reingepackt zu unseren Produkten wie Sync, Stringpin oder auch unserem Ersatzteilprogramm. Und unsere Marketingchefin Maya hat noch eine Überraschung reingelegt, denn in diversen Umschlägen befindet sich ein goldenes Ticket. Wie damals bei Charlie und die Schokoladenfabrik, wo es eine Tour durch die Fabrik zu gewinnen gab, so gibt es bei uns Preise in Höhe von 1.000 € zu gewinnen. Ihr müsst nichts weiter tun, als auf den Postmann warten, euren Umschlag von unserer Postwurfsendung aufzumachen und mit etwas Glück befindet sich auch dort ein goldenes Ticket und ihr gewinnt einen der tollen Preise, die wir für euch vorbereitet haben.
Und jetzt nochmal der Aufruf an alle Bowlingspieler da draußen. Schickt dieses Video eurem Centerbetreiber, eurem Bowlingcenter in der Region, macht einen Daumen nach oben, teilt es in den sozialen Medien, sodass ganz viele Leute dieses Video sehen und damit jedes Bowlingcenter auch die Chance hat, vielleicht einen tollen Preis zu gewinnen. Und wir sagen jetzt schon mal viel Glück an alle Teilnehmer und wir sagen an euch schon mal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem tollen Video hier auf Brandzweck TV. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei unseren Kanal. Und wir sehen uns demnächst wieder. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und wir sagen bis demnächst hier auf Brandzweck TV.